Den Menschen in seinem Heimatland helfen, das war Desiré Kopes großer Wunsch. So groß, dass er Menschen über Kontinente hinweg inspirieren konnte. Von Deutschland bis an die Elfenbeinküste, um den jungen Menschen dort eine neue Perspektive zu geben. Durch Bildung. Ich war in Grundschule, ich habe bemerkt, dass viele Kinder in Afrika, in meinem Dorf, können nicht Schule besuchen. Warum? Weil die Eltern waren arm. Die haben keine andere Perspektive. Die Flüchtlinge, die kommen hier in Europa, die sterben im Wasser. Das macht mich kaputt. Das hat mich auch getroffen. Deswegen habe ich diese Schule in Afrika gebaut. In Galebre, einem kleinen Nachbarort von Ganyoa, wo Desiré Kope selbst aufgewachsen ist. Nach Jahren der Planung und Finanzierung konnte seine Schule, benannt nach Andreas Lapp, nun eröffnen und ihre ersten 35 Schülerinnen und Schüler begrüßen. Es ist eine Realschule. Es gibt 4 Klassen. Und es gibt ein Büro für Sekretär, für die Schuldirektor. Und ein anderer Raum ist für Lehrer. Es gibt eine Bibliothek, Kindertoilette, eine Krankenstation. Und wichtig ist für Afrika, für Kinder, ist eine Wasserpumpe. Das ist sehr, sehr wichtig. Seit seiner Ankunft in Deutschland 1996 arbeitet Desiré Kope als Lagerarbeiter bei Lapp. Die Finanzierung der Schule stemmte er zunächst alleine aus seinen eigenen Ersparnissen und auf eigenes Risiko. Dieser grenzenlose Einsatz verdiente Anerkennung und Unterstützung. Der Meinung war auch Andreas Lapp. Mithilfe seiner persönlichen finanziellen Unterstützung konnte das College Andreas Lapp fertiggestellt werden. Ein Festtag für die gesamte Region, auf dem Herr Lapp persönlich zum Häuptling ehrenhalber ernannt wurde. Ohne seine Unterstützung, ich kann nicht alleine das schaffen mit meiner Frau. Wenn er ist gekommen in Afrika, in Galebre, die Leute waren begeistert. Tanzen und Musik und ein Podium, wo er hat geredet. Und in Afrika, Herr Lapp ist König geworden. Das war super, 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 super. Die neue Schule ist ein wichtiger Schritt und Desiré Kope will noch mehr tun für sein Heimatland. Noch immer ist jeder zweite Ivore Analphabet. Denn fast 40% der Kinder gehen nicht zur Schule und wenn, dann nur wenige Jahre. Ich möchte weiter so machen. Diese Schule kann auch ein Gymnasium werden. Und wichtig auch eine Berufsschule. Weil die Kinder haben keinen Beruf in Afrika, deswegen kommen sie hier. Für die Kinder der umliegenden Dörfer bedeutet das College Andreas Lapp die Chance auf eine bessere Zukunft, damit auch sie einmal ihre Träume verwirklichen können. Afrika ist ein großer Zukunftsmarkt, auch für Lapp. Doch die jungen Köpfe dort brauchen Bildung, um ihr riesiges Potenzial auszuschöpfen. Sie dabei mit dem Bau einer Schule zu unterstützen, war für Andreas Lapp der richtige Weg. Und vielleicht sieht er sie schon bald wieder als ideenstarke, gut ausgebildete Geschäftspartner.